Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist ArtexTV und willkommen zu diesem Video. Ihr wundert euch wahrscheinlich, warum über die ganze Woche kein Video kam. Das lag daran, dass ich bei meinem Vater war und dass ich, ja, da habe ich halt kein Equipment und deswegen konnte ich da auch nicht aufnehmen. Und ja, heute hat mein Bruder auch noch Kommunion gehabt. Ich sitze hier auch noch in meinem Anzug mit Fliege und allem. Deswegen konnte ich es auch nicht hochladen. Ich nehme das Video am Sonntag auf, das werdet ihr dann am Montag sehen. Obwohl ich nicht genau weiß, ob ich den Uploadplan lassen werde, weil mir das einfach zu stressig ist, an den Tagen immer dann Video hochzuladen. Ich glaube, ich lasse den Uploadplan, aber das werde ich dann nochmal in einem separaten Video ansprechen. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt mal an mit dem Video. So, das Video heißt mein erstes Video. Wird dann wahrscheinlich auch sein erstes Video sein, oder? Nein, doch. Ja, okay. Erst nachdenken, dann reden. Ja, da erwartet man natürlich jetzt nicht so ein ultra schlechtes Video, was jetzt von der Qualität her und so scheiße ist, so wie meine Videos. Okay. Das Video ist okay? Nicht? Keine Ahnung. Also ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Hallo meine lieben Leute. Hi. Ja, ich habe einen Kumpel dabei, wir drehen. Hi. Ja. Ihr könnt mich auch auf meinem Kanal sehen. Ich mache auch so eine Challenge, also ja. Okay. Was macht man? Guck bei meinem Kanal auch. Also ich heiße erstmal, ich will ihn noch ändern. Schreibt bei ihm mal, oder nee, warte. Schreibt Baha Mutludak. Was? Baha Mutludak. Okay, was ein Name. Digga. Ich weiß jetzt nicht, aus welchem Land der Name kommt, aber wir können natürlich gerne mal Google fragen. Okay, Google. Woher kommt der Name? Baha Mutludak. Sie sucht. Türkei. Der Name kommt aus der Türkei. Und ja, schreibt dann bei mir in die Kommentare, wie man das ändern kann, weil ich möchte es unbedingt ändern. Ja, okay, was machen wir heute? Heute machen wir eine Wenn ich du wäre Challenge. Okay. Ja, okay. Schreibt mal in die Kommentare, wie man cuttet und so, denn ich bin Neuling und Soundeffekte reinmacht. So. Ja, okay, soll ich anfangen? Okay. Wenn ich du wäre, gehst du zum Mann da hinten und sagst. Ich hasse sie. Mann, die Kinder von heutzutage sind so kreativ. Ich meine, geh mal zu dem Mann da hin und sag, ich hasse sie. Junge, das ist erstens nichts. Ja gut, es ist nicht nett. Aber es ist nichts extrem Schlimmes, was dich jetzt umbringt oder so. Oder so wie, yo, geh mal zu dem Drogendealer, schnapp dir die Drogen und gönn dir. Aber ja, ich setze jetzt keine Vorurteile, deswegen. Schauen wir mal weiter. Sie sind behindert. Nein, okay, das mit dem Behinderten. Okay, du sagst, ich hasse sie. Du musst kurz mitkommen. Ich hasse sie. Mich? Warum? Nur so. Okay, ich sag's. Ja, okay, nein, wir haben eine Challenge gemacht und jetzt ist es auf YouTube. Och, jetzt hat er's aufgelöst, Mann. Wie traurig ist das denn? Die Challenge macht ja jetzt schon keinen Bock mehr anzuschauen. Ganz im Ernst, also wenn man so, wenn du Eier hast oder wenn ich du wäre, spielt, dann würde ich das niemals auflösen. Das ist einfach nur, da macht das Spiel keinen Sinn. Und er hat gesagt, dass ich machen soll. Also wir haben so eine Challenge und jetzt darf er gleich was sagen, was ich jetzt machen muss. Und ich bin da jetzt mit drauf? Ja. Ja. Ach, toll. Okay, was hast du gemacht? Okay, das habe ich verkackt. Scheiße, okay. Also, hast du dein Gesicht so gesehen? Ja, du gehst hier. Hm? Nein, wir haben gerade ein bisschen diesen Mann gefilmt. Ist schlimm? Ja. Warum? Weißt du nicht, fremde Menschen. Na, er hat gesagt, bin ich drauf? Oh, schön. Echt? Ja. Das können wir jetzt wirklich auch neu drin machen. Okay. Oh mein Gott, und jetzt legen sie sich auch noch mit der Nachbarin an. Alter, das sind solche Gangster. Ich habe richtig Respekt vor denen. Ja gut, also wenn mich zwei kleine Kinder filmen würden, würde ich die wahrscheinlich zusammenschlagen. Nein, Spaß.
Ja, und dann lügt er die Nachbarin auch noch an. Und das wird ja immer besser hier, ey. Also ich habe richtig Respekt vor denen. Also der hat ja gesagt, ja, dass der Mann gesagt hat, schön. Aber der Mann hat ja gesagt, toll. Leute, das ist ein Unterschied. Lügt niemals eure Nachbarn an. Du musst die Fußball machen, hingehen und sagen, kann ich mitspielen? Und danach sagst du, Komma. Und dann sagst du selber Komma. Und dann sagst du, ich hasse Fußball. Und dann sagst du, hey, ich soll sagen, darf ich mitspielen? Und dann noch ich hasse Fußball. Ja, und dann sagst du, was eure Lieblingsmannschaft. Also ich sag, kann ich mitspielen? Was ist eure Lieblingsmannschaft? Und ja, dann, ich hasse Fußball. Komm. Ja, und dann, ja. Und dann, du musst das Gegenteil von der Mannschaft sagen. Hä? Wie jetzt? Also, solche, die sagen HSV und dann sagst du St. Pauli. Okay, Leute, jetzt macht er es. Bayern. Und deine? Ich hasse Fußball, Digga. Okay, Barcelona ist geil. Ja, Barcelona ist geil. Ja. Hä? Nein, Junge. Wir machen gerade. Ich hab's gemacht. Okay. Nein, wir machen gerade YouTube-Video. Ja, nein, Junge. Du bist jetzt berühmt, ne? Du bist auf YouTube. Ja, danach ist man definitiv berühmt. Ja, du bist einmal auf YouTube und ist ja normal. Also PewDiePie hat seinen Kanal gemacht, zack, direkt 50 Millionen Abonnenten. Das ist normal. Ich habe ja auch gerade 200.000 Milliarden Abonnenten, ne? Also kein Problem. Hä? Natürlich. Wir machen doch gerade ein YouTube-Video. Ich bin in YouTube. Junge. Ja, ja, du bist in YouTube drin. Ich habe momentan auch 452 Abonnenten in meinem Kanal drin. Also ihr wisst, ihr seid da einfach drin. Ihr kommt da nicht mehr raus. Ich halte euch da gefangen und in meinem Abonnentenkeller. Ja. So, das Video würde noch viel, viel, viel länger gehen. Aber ich kann mir den Shit nicht mehr geben, deswegen beende ich das Video für heute. Jetzt, da ihr nichts zu tun habt, gebt natürlich einen saftigen Daumen nach oben. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen und natürlich abonnieren. Abonniert mich alle. Okay, ich bin schwul, ich weiß. Nee, war nur ein Spaß. Ich bin lesbisch. 'Regie, können wir das rausschneiden? Nicht? Warum nicht? Wieso bin ich scheiße? Ja. 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 Aha, ja. Aha. Halt dein Maul. Halt einfach dein Maul. Ja, ich höre auf mit der Scheiße. Aber gut, meine Freunde. Genug Internet für heute. Leider jetzt mal ein etwas kürzeres Video. Ich werde es jetzt noch zusammenstellen. Ich habe keine Ahnung, ob es kurz ist oder nicht. Warum sage ich denn kurzes Video? Okay. Meine Logik ergibt einfach überhaupt keinen Sinn. Dann würde ich jetzt sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst natürlich einen saftigen Daumen nach oben da. Das habe ich natürlich schon gesagt. Das weiß ich auch. Braucht ihr mir nicht ein Thema in die Kommentare schreiben. Das hast du schon gesagt. Was bist du für ein scheiß Gebot und so. Okay, ich halte jetzt meine Fresse. Bis zum nächsten Mal. Ciao.